verehrtes Publikum und Glocken läuten natürlich zu unserem Geburtstag. Das Elferer Freilichtmuseum in Pommern wird 60 Jahre alt. Und genau vor 60 Jahren, am 28. März 1958, läuteten auch die Glocken, als die Entscheidung der Landschaftsversammlung Rheinland gefallen ist, das Rheinische Freilichtmuseum auf dem Karlbusch bei Pommern zu errichten. Das war ein großer Tag für Pommern, ein großer Tag auch für die Region hier in der Eifel, denn es begann eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Direktor Dr. Josef Mangold in 24 Metern Höhe.